Tatjana, jetzt gibt es Berichte, dass China und Russland militärisch enger zusammenrücken wollen und der Kreml angeblich verstärkt in Nordkorea Waffen und Munition kauft. Welche Reaktion gibt es darauf in Kiew? Naja, offiziell hat sich dazu niemand groß geäußert, was da passiert. Aber es ist auch nichts wirklich Überraschendes. Man weiß hier sehr genau, wer die Staaten sind, auf die Russland jetzt noch zählen kann. Wer die Staaten sind, die noch bereit sind, Russland in irgendeiner Form zu unterstützen. Was ganz interessant ist, was hier im Moment eher so ein bisschen beäugt wird, sind die Äußerungen des belarussischen Präsidenten Lukaschenko, der ja zu einer Waffenruhe aufgerufen hat, ohne Vorbedingungen. Das ist ganz interessant, dass er das gerade heute macht. Und ich glaube, da wird es auch spannend sein zu sehen, welche Reaktionen es darauf dann geben wird von Seiten der Ukraine. Aber im Großen und Ganzen ist es hier im Land einfach tatsächlich so, die Politiker wissen ganz genau, wo steht Russland, mit wem ist Russland verbündet, wer beliefert Russland womit im Moment. Und der Versuch ja zum Beispiel auch von Präsident Zelensky näher an China ranzukommen, die Einladung, die er ausgesprochen hat an den chinesischen Präsidenten Xi, ist ja durchaus auch als ein Versuch zu werten, da nochmal ins Gespräch zu kommen und zu schauen, ob eben gerade China als einer der ganz großen Verbündeten Russlands nach wie vor, die sich auch selbst in dieser Vermittlerrolle sehen, ob man da nicht schauen kann, ob da in Sachen Vermittlung und im Prinzip ja auch so ein bisschen Druck ausüben möglicherweise auf Russland etwas gehen würde. Aber da müssen wir halt auch sagen, von der chinesischen Seite gibt es da bislang auch noch keine Reaktion drauf. Tatjana, danke schön für diese Einordnung.